Spatzen. Genauer gesagt Haussperlinge. Fast überall auf der Welt gibt es sie. Dort, wo Menschen sind, fällt immer etwas für sie ab. Das ist das Weibchen. Graubraun gefärbt. Und da das Männchen. Mit einem schwarzen Fleck auf Kehle und Brust und einem kräftigen Schnabel. Wie geschaffen für Körnerfresser. Denn Spatzen mögen Körner. Am liebsten solche aus Getreidesamen. Es ist Ende April. In den Gärten blühen schon die ersten Apfelbäume. Für die Spatzen wird es nun Zeit, sich um Nachwuchs zu kümmern.